Mahlzeit, Freunde, habt ihr euch schon mal gefragt, ob so eine Custom Street Bob, in der mittlerweile über 40.000 Euro drinstecken, wirklich besser fährt als so eine serienmäßige Street Bob von Harley-Davidson? Wir werden das Ganze testen. Ich werde mich heute mal auf das Custom Bike schwingen und einfach mal eine Runde drehen und gebe euch dann mal so ein kleines Fazit. Erstmal ein paar Eckdaten zum Fahrzeug. Wir haben hier das 2023er Modell mit dem Milwaukee 8 Motor drin, 114er, das sind ungefähr 1,9 Liter Hubraum, 95 PS das Ganze. Wir haben das Ding komplett umgebaut. Ich gebe euch einfach mal kurz ein paar Details. Wenn ihr wirklich detailliert sehen wollt, was an dem Bike gemacht wurde, schaut auf dem Harley-Davidson Bielefeld YouTube-Kanal vorbei. Da habe ich das ganze Bike vor einigen Monaten schon mal vorgestellt. Kurz, grobe Zusammenfassung, wenn wir hinten anfangen, wir haben mitschwingenden Heckfender verbaut mit kleinen Kellermann-Blinkern, 2-in-1-Anlage von Jekyll & Hyde. Das ganze Ding hat eine Custom-Lackierung von AHA Design bekommen, wurde dann auch noch von Westside Detailing Keramik versiegelt, deswegen der schöne Glanz. Der Sitz ist jetzt mittlerweile ein Solositz, ein bisschen gefedert, auch sehr detailliert. Unterm Sitz haben wir nochmal das Blau mit aufgegriffen beim Federbein und sowas. Sieht schon sehr schön aus, ich werde euch das mal alles einblenden. Wenn wir nach vorne kommen, haben wir natürlich auch am Motorpaar optische Sachen verändert, sonst ist er Serie, sprich da ist keine Nocke verbaut, gar nichts. Wir haben oben einen Z-Lenker drauf, der sieht natürlich bei der Street Bob besonders gut aus, gerade in Verbindung mit der DLC-beschichteten Gabel in schwarz. Ob sich das Ganze auch so gut fährt, das werden wir gleich sehen, weil der Mini-Ape bei der Serien-Street Bob, der fährt sich natürlich wirklich sehr, sehr komfortabel, aber wir werden das Ganze testen. Highlight von dem ganzen Motorrad meiner Meinung nach definitiv die Big Spoke-Felgen. Wir gucken mal, wie das Ganze fährt, ist natürlich nochmal was anderes, auch von den Dimensionen, aber wir werden sehen. Wir labern nicht lange rum, wir setzen uns aufs Motorrad und fahren einfach los. Und da sind wir auch schon. Das Ding ist ready, wir schmeißen es jetzt an und dann drehen wir mal eine kleine Runde. Ich bin am Schwitzen wie ein Schwein, es ist ultra warm und ich habe da den Helm zu, damit ihr gute Audio habt. Aber ich glaube, die bessere Audio haben wir, wenn wir die Abgasanlage jetzt gleich hören. Wir machen das Ding direkt mal an. Starten wir natürlich direkt mit Klappe offen, würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, 2-in-1-Anlage bin ich immer zwiegespalten. Hört sich geil an, ist halt ein anderer Sound. Am Ende des Tages, sage ich euch ehrlich, bin ich doch bei der 2-in-2-Anlage. Aber bei dem Motorrad ist ja sowieso alles etwas anders. Aber wir fahren erstmal los. So, herzlich willkommen, da sind wir auch schon. Mit unserem Custom Bike, dem Lavalampenbike. Was mit ihr denn, Alter? Also ich muss ja sagen, der Lacksatz ist ja echt speziell und eigentlich schon fast eher was für eine Frau, finde ich. Aber jetzt so in der Sonne, auch gerade mit der Keramikversiegelung, sieht das schon richtig heftig aus. Also diese Sparkles da in dem Lack drin, sieht schon krass aus, muss ich wirklich zugeben. Wir fahren erstmal jetzt so ein bisschen auch wieder aus der Stadt raus, weil jetzt hier ist natürlich viel Verkehr. Wir werden aber nachher nochmal ein bisschen durch die Innenstadt fahren und mal gucken, wie die Reaktion der Leute auf das Moped so sind. Fährt sich auf jeden Fall entspannt, also Mahlzeit. Die Sitzposition ist echt ganz geil, muss ich sagen. Die hat vorverlegte Fußrasten dran. Dieser Z-Lenker sieht super geil aus, ist aber für mich ein Tick zu niedrig. Also ich sitze schon sehr weit nach vorne geneigt, muss ich sagen. Da hatte ich ja vorher schon gesagt, der Mini-Ape, der hier serienmäßig drauf ist, ist halt sehr bequem. Also ich glaube, ich hätte hier eher ein bisschen was Höheres gewählt. Aber gut, was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Also ich muss ja sagen, beim Fahren ist der Sound echt geil. Also die 2-in-1-Anlage, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Finde die optisch so lala und soundtechnisch finde ich die 2-in-2 auch geiler, weil die einfach einen Ticken lauter und so ein bisschen mehr crispy ist. Die 2-in-1-Anlage, so wie die hier, die hat so ein bisschen mehr so einen Racy-Ton, finde ich. Hört sich mehr nach Sportlichkeit an. Aber jetzt gerade so beim fahrenden Betrieb, muss ich sagen, gefällt es mir eigentlich ganz gut. Also positiv überrascht, muss ich sagen. Kommen wir mal so ein bisschen zum Punkt Komfort. Viele sagen ja immer bei den ganzen Custom-Bike-Umbauten, das sind so Eisdielen-Fahrzeuge. Ist auch in vielen Fällen richtig, glaube ich. Das sind jetzt keine Fahrzeuge, die für lange Strecken genutzt werden. Ich bin aber hier echt positiv überrascht. Also ich hätte erwartet, wenn man sich den Solositz hier so anguckt, dass das nicht bequem sein wird. Aber es ist völlig in Ordnung. Also durch die vorverlegte Fußrastenposition hat man eine echt entspannte Haltung. Also ich jetzt mit meinen 1,88 kann hier super sitzen. Z-Bar-Lenker ist in Ordnung, gerade noch so im Rahmen. Würde ich tatsächlich eher was Höheres bevorzugen, sage ich ehrlich, weil ja dadurch würde ich ein bisschen in eine aufrechtere Sitzposition kommen. Würde dem Ganzen, glaube ich, gut tun und auch optisch gut stehen. Gerade mit der DLC-beschichteten Gabel in schwarz, wenn du jetzt hier in der Gabel, also in Verlängerung, was Höheres hast, ja, das wird schon gut aussehen, glaube ich. Sitz ist halt so ein bisschen der Knackpunkt, ne? Der ist halt schon sehr hart. Ich glaube, wenn man hier jetzt 2 Stunden nonstop drauf fährt, dann tut das schon am Steißbein weh, aber
ist jetzt nicht so, dass ich sage, man könnte hiermit keine längere Tour machen. Man muss halt wissen, was man hier bekommt. Ne? Man muss diesen Spagat, diesen Kompromiss eingehen, wenn man so ein Custom-Bike will. Ansonsten halt geht man halt eher auf irgendwas wie Lowrider S und holt sich einen Settlement-Sitz und dann hat man auch eine Softail und alles ist entspannt, ne? So wie ich es bei mir auch gemacht habe. Thema Performance, gerade jetzt mal hier in solchen Kurven, hätte ich auch schlechter erwartet. Oft verschlechtert sich natürlich so ein bisschen die Performance, die Kurvenlage dieser Custom-Bikes, ist aber hier nicht der Fall. Also das Ding liegt super, fährt sich 1:1 in den Kurven, ja, also nicht schlechter als das Serienfahrzeug. Beim Bremsen, glaube ich, wenn man mit der Vorderbremse stark bremst, ist es ein bisschen smoother, also ein bisschen dosierbarer durch die DLC-Beschichtung. Kann aber natürlich auch Placebo-Effekt sein. Aber wenn ich es hier so in die Kurven reinschmeiße, fährt sich echt gut. Also hätte ich schlechter erwartet. Da bin ich schon anderes gefahren mit Airride oder sonst was, wo man dann wirklich denkt, ah ja, so lange Fahrten mit vielen Kurven ist dann nicht so das Wahre. Ich werde jetzt hier nicht ganz ans Limit gehen, weil der Motor ist natürlich noch relativ neu bei dem Bike und es hat gerade frische Reifen drauf. Will ich mich jetzt natürlich nicht abledern. Boah, siehst du, genau das meine ich nämlich. Ich meine, gut, was soll er machen? Er sieht ja auch nichts. Ich war zwar im Geschwindigkeitslimit, aber sowas ist dann halt gefährlich, ne? Fahrt immer vorsichtig, ich sag's euch, es kann so fucking schnell gehen. Es kann wirklich so schnell gehen. Ich habe letztens ein gutes Instagram-Reel gesehen, was das verdeutlicht. Ich würde das mal raussuchen und euch das mal jetzt hier einblenden. Das ist echt immer so ein Punkt. Ich meine, man soll nicht mit Angst fahren, sondern wenn, dann mit Respekt. Aber wir haben einfach ein scheiße gefährliches Hobby. Es ist auch ein scheiße geiles Hobby und du erlebst hier in 5 Minuten auf so einem Custom-Bike mehr als andere in ihrem ganzen Leben, was die Emotionen angeht. Deswegen lasst euch nicht von Angst davon abhalten, aber habt immer den nötigen Respekt und seid euch bewusst, dass ihr immer mit einem Bein vielleicht auch im Grab steht, wenn ihr nicht verantwortungsvoll mit dem ganzen Thema umgeht, ne? Wir fahren jetzt auf jeden Fall gleich noch mal ein kurzes Stück auf die Autobahn. Ich möchte nämlich mal sehen, wie sich das ganze Bike ein bisschen so bei höheren Geschwindigkeiten, 130, 140 km/h so verhält. Gerade mit der Windanfälligkeit und so, weil die normale Streetbob mit dem Mini-Ape ist natürlich ultra windanfällig. Da wir hier aber leicht nach vorne geneigt sitzen, glaube ich, könnte das ein bisschen ja, entspannter sein. Aber wir werden es einfach mal testen. Wir testen das mal. Ich gebe mal einmal Gas. Wir sind jetzt hier bei 140 und es ist okay. Also es ist jetzt kein Traum, sag ich mal. Ich werde mal ein bisschen leiser, sonst muss ich hier so schreien. Es ist kein Traum, aber es ist in Ordnung. Also dadurch, dass man etwas flacher über dem Tank liegt, mit der Sitzposition, wie sie hier ist, ist es definitiv besser als Serie. Allerdings fahrt ihr so auch keine 200 Kilometer, weil dann tut euch der Rücken weh, wenn ihr euch so nach vorne lehnt. Für 100, 200 Kilometer, sage ich ganz ehrlich, kann man das schon machen. Hat dafür halt ein richtig geil aussehendes Bike, wenn man damit zu Treffen fährt. Landstraße wiederum, sprich, wenn ich jetzt so meine konstanten 80 bis 110 km/h fahre, dann ist das entspannt. Vorverlegte Fußraste, Windanfälligkeit ist im Rahmen, wie das halt ist bei einem Bike ohne Maske und so, ne? Aber kann man auf jeden Fall machen. Also da vom Setup her völlig in Ordnung. Während ich jetzt hier schön die Sonne genieße und auf diesem geilen Custom-Bike Richtung Stadt zurückfahre, damit wir noch mal ein bisschen gucken können, wieso die Reaktionen der Menschen auf das Bike sind, möchte ich gerne mal von euch wissen, was ihr von dem Umbau haltet. Also gebt mal gerne in den Kommentaren ab, was ihr dazu denkt. Vor allem, was sagt ihr zur Farbe? Findet ihr das geil? Findet ihr das nicht geil? Würdet ihr das fahren? Besonders als Mann? Ist ja schon so ein bisschen, ja, Babyblau-Türkis. Ich persönlich würde es mir nicht holen. Ich bin jetzt nicht so der Blau-Fan. Ich glaube, dieser Lacksatz, also genau das gleiche Muster mit diesen Sparkles und so, in so einer Mischung aus Schwarz-Grau und Rot oder Schwarz-Grau und Gold. Also, dass das silberne Gold ist und diese verschiedenen Blautöne Schwarz-Grau-Nuancen sind. Das, glaube ich, würde wirklich richtig geil aussehen. Und alle Teile, die wir jetzt hier blau gemacht haben, ich meine ja zum Beispiel Rockerboxen, dann diese Feder unterm Sitz und so, die dann in Gold. Boah, ich glaube, das wäre schon geil und dann, glaube ich, würde da fast jeder sagen, boah, Hammer. Wenn einer von euch dennoch sagt, so wie das Bike da steht, ist perfekt,
könnt ihr natürlich gerne bei uns bei Harley Bielefeld vorbeikommen. Das Bike ist zum Verkauf. Fahrt gern Probe, guckt euch das an. Und wenn ihr Bock habt, dann kann das auch euer sein. Ist auf jeden Fall preis-leistungsmäßig kein schlechtes Bike. Also 40.000 Euro ist viel Geld, versteht mich bitte nicht falsch. Aber für einen kompletten Custom-Umbau ist das noch in Ordnung. Ich meine, kauf dir eine neue Streetbob, mach eine Jekyll and Hyde dran, mach ein, zwei andere Kleinigkeiten dran. Und du bist ja gefühlt schon bei 40.000 Euro Kosten, ne? Das muss man ja auch so sagen. Trotzdem würde mich da mal eure Meinung interessieren, ob ihr das fahren würdet, so wie es hier steht, oder was ihr verändern würdet, damit ihr es fahren würdet. Als ich mir letztes Jahr meine Lowrider S gekauft habe, standen für mich zwei Bikes zur Auswahl. Entweder Streetbob, die wissen wieder auch alle nicht, wie sie fahren sollen hier. Alter. Lowrider S oder Streetbob. Ich habe mich am Ende für die Lowrider S entschieden. Muss aber sagen, ich finde die Streetbob auch echt geil. Vor allem, wenn man halt was umbauen will und so, ist das eine geile Basis. Warum Lowrider S und nicht Streetbob? Upside-Down-Gabel bei der Lowrider S und 117er Motor fand ich dann doch schon echt attraktiv, weil ja, ich fahre halt doch auch gerne mal ein bisschen schneller, ein bisschen, ja, auch mal mit mehr Kurvenlage und so, sofern es halt die Harley dann auch zulässt. Und da war dann doch die Lowrider S nochmal attraktiver für mich. Und tatsächlich die beiden größten Gründe, ich finde von den, ich wollte unbedingt ein neues Bike kaufen, um es selber einzufahren. Und ja, ich finde halt diese Felgen, die ab 2023, glaube ich, bei der Streetbob drauf sind, finde ich nicht schön. Ich fand die Speichenräder früher wirklich sehr, sehr schön bei den Vorgängermodellen. Aber diese Felgen fand ich nicht geil. Und Felgen komplett zu ändern, ist natürlich ein teures Investment. Und da jetzt ein paar tausend Euro dann mehr einzuplanen für die Felgen, wenn ich bei der Lowrider S die Serienfelge wirklich sehr, sehr schön finde, war dann halt auch nochmal so ein Punkt für die Lowrider S. Anderer Punkt oder größter Punkt vielleicht sogar, ich wollte, weil es mein erstes Harley Custom Bike, also persönliches Harley Custom Bike ist, wollte ich das nicht umlackieren, sondern wollte es erstmal so lassen. Und ja, durch diese Two-Tone-Lacksätze bei der Streetbob fand ich einfach nicht schön. Finde ich, muss man umlackieren. Und da ich eine schwarze Harley haben wollte, hätte ich das dann all black lackieren lassen müssen. Und das war mir irgendwie zu schade. Deswegen bei der Lowrider S dieser Schwarz-Kupfer-Kombination, die gefällt mir sehr gut. Und somit hat sich dann meine Wahl von der Streetbob weg auf die Lowrider S gezogen. Und ich muss sagen, ich bin mit der Entscheidung sehr happy. Glaube aber auch, dass ich mit einer Streetbob sehr viel Spaß gehabt hätte. Aber die hätte ich halt deutlich mehr umbauen müssen, ne? Also der Hund vor mir im Auto, der guckt das Bike auf jeden Fall an. Also es ist auf jeden Fall Hunde-approved, würde ich sagen. Also ich habe mir auch echt schon wieder so die beste Uhrzeit rausgesucht. Es ist, glaube ich, 16 Uhr, 16.30 Uhr. 100%iger Feierabendverkehr, scheiße heiß. Ich schwitze mich hier kaputt. Aber naja, was will man machen, ne? Machen wir mal das Visier auf, mal ein bisschen Luft kriegen hier, ey. Vielleicht nochmal so ein kleines Fazit, während wir uns noch ein bisschen den Sound hier genießen. So ein grundlegendes Fazit zu dem Bike würde ich schon sagen, ist ein schönes Motorrad, macht Spaß zu fahren, ist auch echt ein Allrounder. Also wer so ein Bike sucht für maximal 200 Kilometer am Stück Touren, also 400 Kilometer am Tag mit hin und zurück, der ist hier gut bedient. Es ist ein Allrounder auf jeden Fall. Die Fahrposition ist echt komfortabel, aber halt natürlich ist es keine Touring-Maschine. Höhere Lenker würde dem Ganzen gut tun. Aber ich finde, für 40.000 Euro ist das in Ordnung, weil du hast hier echt alles dran. Wenn man das mal zusammenrechnet, Jekyll and Hyde, der Custom-Lacksatz versiegelt, dann die DLC-Gabel, vorverlegte Rastenanlage, Lenker, gerade Lenkerumbau ist ja oft sehr, sehr teuer. Überall kleine Blinker, anderer Heckfender und so. Das sind ja schon kostspielige Sachen und für 40.000 Euro als Gesamtpaket, vor allem neues Fahrzeug, also außer ich jetzt und eine Werkstattprobefahrt, wurde das Bike halt noch nie bewegt, ne? Also das ist eigentlich ein attraktives Ding, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass es nur so ein guter Deal ist, weil halt die Farbe so speziell ist, dass das halt eben wirklich die richtige Person finden muss halt, ne? Was soll ich denn mal als nächstes fahren? Ich meine, wir haben noch ein paar Custom Bikes bei uns aktuell im Laden stehen. Ich könnte euch anbieten eine Road Glide. Die haben wir komplett als Performance Bagger umgebaut. Aluschwinge drin, höher gelegtes Fahrwerk. Auch eine komplette Custom-Lackierung, also wirklich komplett auf Performance gebaut, ist schon sehr cool. Wenn ihr darauf Bock habt, könnten wir das fahren. Was haben wir noch? Wir haben auf jeden Fall auch noch eine Road King da.
Die ist auch im Comic-Style lackiert, hat auch einen Jackal dran, paar kleinere Blinker und so. Ist jetzt nicht so mega krass umgebaut, aber geht. Ich glaube, die hat sogar ein Wilbers-Fahrwerk, bin mir aber nicht 100% sicher. Das wäre auch noch was ich euch anbieten könnte. Und wir können natürlich alle serienmäßigen Sachen fahren. Oder wenn einer von euch sagt, er kommt aus dem Raum Bielefeld oder er würde nach Bielefeld kommen und ich soll sein Motorrad mal Probe fahren, dann kann ich auch eins von euren Bikes fahren und mal wirklich meine ehrliche Meinung dazu geben. Was die Leute dann so meinen, das wird man dann sehen. Aber lasst es mich wissen. Wir haben alle Möglichkeiten, wir können alles machen. Feedback aufs erste Video war ja ganz cool. Ich habe einige Nachrichten bekommen, was ihr so sehen wollt, dass viele von euch Bock hätten, dass ich diese Deutschland-Tour mache, die ich im ersten Video angesprochen hatte. Können wir alles machen, aber wahrscheinlich dann mit meinem Motorrad. Und ja, wir sind wieder zurück am Harley-Store. Das ganze Video soll es dann auch schon gewesen sein. Und ich glaube, das war vielleicht mal ein ganz cooler Einblick, weil viele vielleicht gar nicht wissen, wo so die Unterschiede liegen zwischen Custom-Bike und normal. So, wir stellen das ganze Ding jetzt nochmal ab. Ich gebe euch nochmal ein Endfazit. Also ich finde, das Motorrad ist echt gelungen, sieht schön aus. Wie gesagt, Farbe könnte man ändern, ansonsten geil. Hat wirklich Spaß gemacht, das mal zu fahren. Und ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Art von Videos gefällt. Schreibt mir was in die Kommentare, ich habe ja einiges gefragt. Und dann gucken wir mal, was wir beim nächsten Mal machen. Kleiner Sneak Peek, wenn ihr da durchguckt, könnt ihr es vielleicht schon erahnen. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt stabil und haut rein. Ich habe mal nur so eine Idee gehabt, man fährt einfach vom nördlichsten Punkt Deutschlands, das müsste auf Sylt sein, zum südlichsten Punkt Deutschlands, das müsste in, keine Ahnung, Oberstdorf oder irgendwie sowas sein.